und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Cora Isla. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist ein schöner Tag, hoffentlich. Ja, schöner Tag. Hier ist ein bisschen Ernte. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Holz auch. Die Tiere werden freigelassen. Das machen wir schnell. Ich habe letztens ja die Straßen hier ein bisschen erweitert. Ich sollte das Zeug vielleicht abliefern. So, das. Holz brauche ich nämlich wieder. Zwei Steine. Das Fasern. Von denen habe ich auch jede Menge. Müll könnte ich verwerten. Vier. Ich brauche jetzt noch. Was fehlt mir? Achso, ja, die Dinger. Ah, mir fehlt nur noch eins. Okay, das ist bald fertig. Dann habe ich das. Dann kann ich zur Hexe. Okay, Mittwoch ist heute. Das heißt, es ist noch 7 Uhr. Das heißt, zuerst Ernte einholen. So. Oh, das ist ein Kürbis. Lol. Hier, das eine. Die Blume hier ist nicht fertig. Okay. Ich muss kurz überlegen. Den Kürbis gebe ich ab. Ja, komm. Ja, das passt. Das passt. Kürbis. Ja, komm. Gebe ich ab. Die gebe ich auch ab. Das auch. Die auch. Ich brauchte halt noch eins. Dann habe ich das. Kiste. Das. Die gebe ich auch ab. Okay. Aber dass mir nicht mal eins geblieben ist, ist schon wild. Kein so ein Osmium-Zeug. Was? Da ist was gelegen. Habt ihr das gesehen? Okay. Komm. Ja, das sind gute Eier. Aber wohin damit? Ja, toll. Das ist im Prinzip voll. Fast komplett voll. Ach ja, und ich kann ja hier jetzt endlich... Ah. Nee, komm. Die Wolle ziehen. Ist wild. Ich war jetzt länger nicht mehr hier, aber da. Eis, ich bin voll. Ich habe Osmium-Käse. Okay. Das nimmt so ein bisschen Überhand, ne? Okay, das läuft. Stimmt, was brauche ich denn für... Jetzt fällt mir gerade was ein, was richtig gut wäre. Wo habe ich das? Die Kiste.
Wo ist denn die Autokiste? Die Roboterkiste. Da ist die nicht. Hä? Da ist sie. Okay. Osmium, Osmium-Paaren. Sollte ich auch herstellen. So. Osmium-Erz habe ich ja viel verbraucht. Ich kaufe das mal ganz kurz hier. Das Ei. Ja, ich würde die gern verarbeiten, aber egal. Hab keinen Platz dafür. Das mache ich später. Osmium-Barren und Kohle brauche ich. Kohle. Ich brauche jetzt eigentlich sehr viele von diesen Kisten. Das wär's. Und das andere Zeug müsste jetzt denn auch fertig sein. Ach ja, für die Schweine wollte ich das Ding da noch bauen. Stimmt, das fehlt mir ja auch noch. Das wäre wichtig. Schweine. Wo ist denn das? Hier? Ja, hier. Schrott. Ja, 50 Schrott kriege ich zusammen. Okay. Obwohl ich... Ja, ich bräuchte Schrott auch. Aber das für die Tierchen ist wichtig. Die müssen... Die Schweine müssen hier glücklich sein. So. Schweinis. Hier, Streicheleinheiten. Ja, was hier denn? Nee. Das gefällt mir nicht. Das muss weg. So. So. Maiskolben hier drunter, ein Feuer. Ist hier überhaupt was drin? Nein, Streichelautomat, nee, der. Okay. Da ist nicht, kommt nichts raus. Da ist nichts rausgekommen. Aber jetzt die Trüffel hier, oder? Ist das Trüffel? Schwarzer Trüffel. Okay. Daraus mache ich, kann ich das hier rein? Nein. Muss ich das in ein Fass machen? Dann reserviere ich da jetzt ein Fass dafür. Nee, das geht hier auch nicht. Wie macht man denn Trüffelöl dann? Ja, ich mache das jetzt schnell. Blaubeeren. Okay, läuft gut, Leute. Läuft gut. Bis jetzt. Ah, Mist. Komm, Lukas, konzentrieren. So, hier, Produktion, das gibt Geld. Du lebst davon, musst arbeiten. So, das hier. Okay, habe ich noch? Die Blueberries sind so gut wie alle
verwertet. Okay, Kürbisse. Okay, wenn, kann ich hier Trüffel reinmachen? Aber was wird dann draus? Mache ich das in der Mühle? Macht die dann Trüffelöl raus? Hi, Schweini. Geht das? Nee. Das geht nicht. In der... Ja, das geht jetzt auch nicht. Das ist voll. Okay. Ja, reib dich im Dreck. Reib dich im Dreck. Hab dich lieb. Schweinwein. Okay, ja, dann probiere ich das da drinnen. Trüffel werde ich schon noch bekommen. Geht auch nicht. Okay. Wo wird denn dann Trüffel gemacht? Dann lege ich das kurz hier rein, weil das selten ist. Basilikum, das kann ich rauspacken. Trüffel hier rein. Gut. So. Mehl verkauft. War das jetzt Reismehl, was ich jetzt verkauft habe? Achso, ich kann. Das ist nicht so wie bei Stardew Valley dann, das Reismehl. Behalte ich mal. Packe ich rein. Nee. Das Mehl. Wo ist das Mehl? Da. Sehe ich manchmal nicht. Wenn ich das zum Kochen brauche. Und zum nächsten Mal schaue ich mir mal ein paar Rezepte an. Käse weg. Das, das. Das. Das Heu kommt auch weg. Das auch. Kürbis hätte ich ablegen sollen. Und jetzt ist das fertig. Endlich. Was wollte ich jetzt damit den Computer bauen, oder? Das war doch mein Ziel. Das Schlimme ist, ich weiß es nicht mehr. 14 Uhr. Ah, das war mit Osmium-Barren, oder? Na, Silberbarren. Das. Dann Batterien. Osmium habe ich. Das brauche ich, glaube ich, noch. Schrott. Brauche ich 200, glaube ich. Kriege ich das zusammen? Nein, 2. Ach, Mist. Ich kriege jetzt meinen Schrott nicht mehr zusammen. Ich brauche Schrott. Wie kann das sein, dass ich Schrott brauche? Oder war das 100 Schrott? 100 Schrott kriege ich zusammen. Ah, das heißt, ich müsste farmen gehen. So richtig. Aber vielleicht kriege ich hier noch ein bisschen Schrott. Wer weiß. Nee. Aber Bronze. Schön. So. Ich habe alles. Aber für was wollte ich nochmal Osmium? Okay. Habe ich. ...15.000? Wind, ja. Sollte ich auch zusammenbekommen. Okay. Den habe ich ja direkt schon drin. Ach. 20.000 fürs Saatgut. Hm.
Ja. Ah, ich habe das Geld nicht gerade. Aber für was wollte ich denn das nochmal? Wollte ich damit irgendwas bauen? Fünf. Nicht das. Also ich habe den Computer ja bekommen, ja. Den probieren wir jetzt gleich aus. Ich weiß nicht mal, was der bringt. Habe ich mir nicht mal durchgelesen. Okay. Computer. Wo ist jetzt? Da. Mit dem Internet. Online-Shop. Online-Shop. Was? Ich kann jetzt online shoppen? Okay. Tiere? Ja, okay. Getränke? Sowas? Okay. Das heißt, ich kann jetzt einfach von zu Hause aus alles kaufen. Aber was passiert, wenn ich jetzt nur einen Stein kaufe? Habe ich den dann? Direkt Gegenstand insgesamt kaufen. Habe ich jetzt einen Stein im Inventar? Nee, habe ich nicht. Das heißt, er kommt erst morgen. Das ist gut. Gut zu wissen. Der Schrott hat ausgereicht. Ich habe jetzt einen Stein bekommen. Okay, kann ich das verkaufen, das Zeug? Ja, habe ich schon. Habe ich auch schon. Habe ich nicht. Okay. Interessant. Interessant. Also ich kriege das sofort zugeliefert. Ja, wieso nicht? Instant. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte hier... Wir geben das gleich ab im Museum. Vielleicht für ein schönes Geschenk. Vielleicht bekomme ich was. Nein, das, glaube ich, dauert noch ewig. Ja, da hinten ist irgendwo ein Geschenk. Ganz weit da hinten. Ich müsste fischen. Ah. Da könnte ich auch gleich nachgucken. 16 Uhr, das wird sich nicht mehr ausgehen. Weil alle schlafen ja. So, das abgeben. Ach, jetzt weiß ich wieder, für was ich das brauche. Okay, gibt das Orakel die Geschenke, ja? Okay, gehen wir zum Orakel. Das war das, was ich wollte eigentlich. Ah. So. Dann ab zum Orakel. Nee, falsch. Hier. Ah, okay. Hallo. Ich kann nicht mit dir reden. Okay. Das Orakel war ja hier drüben. Irgendwo. Wie so ein wunderschöner Fisch. Kugelfisch. Glaubt ihr, dass Kugelfisch eine Beleidigung wäre?
wenn man ein Fisch ist. Okay, Hexe. Was für Würstchen kochst du? Gut, du bist hier. Lass mal sehen, was du mitgebracht hast. Hier, nimm. Gefällt's dir? Aha. Ah, sie nimmt jetzt davon nur eine Prise. Ausgezeichnet. Dies sind genau richtig. Dieser Zustand, Zutaten harmonisieren. Okay. Sie wirken gut zusammen. Schön. Aber Moment mal, es fehlt was. Was? Was willst du jetzt schon wieder von mir? Natürlich das Rätsel. In dem Tanz der Farben steht, ist erhobenem Hauptes, da es ist weder Pflanze noch Kreatur, aber ein bisschen von beiden. Hä? Sein Saft spendet Leben und verbindet sie alle. Der Korallenbaum? Sprichst du vom Algen? Ist es vielleicht die Anemone? Stimmt, was ist eine Anemone? Weil Anemonen können sich ja fortbewegen auch. Ist es eine Pflanze? Bei einer Anemone wüsste ich es jetzt nicht. Ich würde jetzt den Korallenbaum nehmen, aber das muss ich mal nachschauen. Das ist interessant. Der Korallenbaum. Aber was ist eine Anemone? Ist eine Anemone eine Pflanze? Nein. Weil es gibt Anemonen, die können sich fortbewegen und eigenständig sind teilweise Jäger. Es gibt welche, die jagen. Sind nicht nur so Filter. Obwohl, ist eine Anemone eine Gruppe oder verwechsel ich das mit Korallen? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ah ja, Korallenbaum. Ganz genau, der Korallenbaum. Wir brauchen seinen Saft. Okay. Soll ich eine Axt holen oder eine Kettensäge? Ich rasiere den um. Oder will einen Handjob oder sowas. Gehen wir, Lukas. Der Korallenbaum wartet auf uns. Okay. Ich glaube nicht, dass der irgendwo hinläuft. Durch die Kraft des Meeres und des Gleichgewichts der Gezeiten schenke uns deine Essenz, o Korallenbaum, um Land und Ozean zu verbinden. Wow. Wow. Wusch, 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 wusch. Schön. Der Trank ist fertig, Lukas. Okay, schnell jetzt. Wir müssen rasch zu Ukus Kammer zurückheilen. Zurückeilen, sorry. Wappne dich, Lukas. Möge dich der Ozean mit offenen Armen willkommen heißen. Okay. Was jetzt? Super Saiyajin! LOL! Okay. Finde ich gut. Das sieht cool aus. Oder das hier auch. So einfach schwarz.
Aber das mit dem Totenkopf hat was. Okay, wir sind jetzt ein Fischmensch. Ich kann auch das. Macht das dann einen Unterschied? Das sieht halt irgendwie cooler aus. Das leuchtet so cool. Im Gegensatz zu dem hier. Das ist so matt. Golden, rot. So sharkmäßig. So ein Blauwalmäßig. Nein, mir gefällt das mit dem Totenkopf. Ich kann das auch drehen. Die hier unten glänzen so schön. Das finde ich halt auch irgendwie. Das hier. Nein, nicht ranzoomen. Das wäre hier auch so matt, so sharkmäßig. Ganz ehrlich, das hier. Das ist es. So Totenkopf. Mir würde es mehr gefallen, wenn es mehr glänzt, mehr Power hat, aber ja. Nehme ich. Hui. Das sieht so aus, als wäre ich im Maul vom Hai. Cool. Gefällt dir das? Ich sehe gut aus. Ja, ich sehe gut aus. Ja, das tust du. Du bist ein toller Vertreter des Seevolks, Lukas. Wer hätte das gedacht? Geh jetzt, der Ozean gibt dir ein Zeichen in deiner neuen Form zu erforschen. Du bist jetzt einer von uns. Ja, einer von uns. Einer von uns. Du hast das Seevolk abgeschlossen. Ach, ich habe das jetzt komplett abgeschlossen, oder wie? Jetzt kannst du beim Tauchgang dein Vertreter des Seevolks werden. Okay. Was ist jetzt? Abgeschlossen. Lol. Schenke Suki ein Frühlingsgemüse. Ja, schöne Mission. Kann ich jetzt... Oh! Ich kann so sprinten jetzt. Kann ich bei dir jetzt noch irgendwas machen? Nö. Okay, jetzt bin ich wesentlich schneller. Dadurch, dass ich jetzt sprinten kann... Hallo? Aber dass ich das nicht halten kann, finde ich ein bisschen blöd. Also das heißt, ich kann auch jetzt mit den anderen reden? Mit den anderen Fischen? Ich bin halt jetzt ultra schnell. Oh, ist das fein. Ui. Oh, kann ich jetzt hier ernten? Okay. Hier muss ich nicht lang. Was brauche ich denn eigentlich für einen Seetang? Gerade. Ah, das macht jetzt schon Spaß hier. Ui. Das ist ein Seepferdchen. Das nehme ich alles mit. Vielen Dank. Ah, ist das goldene Seetang? Habe ich gar nicht geschaut. Ja, goldene ist das. Das brauche ich gar nicht.
goldenen Seetang brauche ich nichts. Was ist hier eigentlich? Da war ich doch mal drin. Da war ich noch nie drin. Da war doch der Drache. Wo ist der hin? Und für was ist das? Gibt es hier auch Arena-Kämpfe? So auf Leben und Tod? Aber der Sound stört ein bisschen, ne? Auch wenn ich jetzt schnell bin, der Sound stört ein bisschen. So. Silberalgen kriege ich hier, oder? Weil Silber fehlt mir am meisten. So. So. Da hinten könnte vielleicht noch was sein. Oh ja. Okay. Silber. Hi ho, Silber. Das ist so ein amerikanischer Spruch, ne? So, hi ho, Silber. Aber was das bedeutet, keine Ahnung. Ich hoffe nichts Schlechtes. Sonst, Entschuldigung, ich weiß es nicht. Man weiß ja nie, was für Ausdrücke hier. Das ist aber ein militärischer Ausdruck. Also ich habe den in Kriegsfilmen gesehen. Das heißt irgendwas so Glück oder so. Ach, stimmt. Dun, dun, dun. So. Habe ich das jetzt bekommen? Ich glaube schon. Da. Weg damit. Ich brauche ja Müll auch. Da, Silber. Okay, Müll kriegt man hier kaum. Läuft ziemlich gut hier zu ernten. So. Hier geht's wieder rein. Jetzt habe ich den ganzen Tag hier verbracht, ne? Aber ich will hier jetzt noch kurz Osmium-Algen ernten. Dann haben wir alles so ein bisschen. Hier die Runde. Okay, verdoppelt. Schön. Könnte immer so laufen. Anemone habe ich schon. Stimmt ja, die Anemonen können ja auch weglaufen. Also ich glaube schon, dass das richtig wäre. So. Und ich habe gerade Glück, dass sich das verdoppelt. Die Anemone, die kann sich ja auch verabschieden, oder? Ja. Dann wäre ich da wahrscheinlich nicht ganz falsch gewesen. Dann habe ich das recht in Erinnerung. Aber ich muss jetzt nach Hause. Ja, komm. Habe ich jetzt aber noch Füße oder klatsche ich da oben jetzt die ganze Zeit nur rum? Fragen über Fragen.
Oh, Schauer. Uiuiui. Sauer. Okay. Ab ins Bett und das war's auch wieder mit der Folge. Das läuft gut. Läuft gut. Dann, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hau euch lieb. Ciao, ciao. Oder vielleicht passiert noch was? Nein. Hau euch lieb. Ciao, ciao.